liebe Fabela Eimek, Zuschauer Fabian hier, heute mit einem App-Test zu Table Tennis Touch. Bei Table Tennis Touch handelt es sich um ein neues Tischtennisspiel von Yakuto, einem britischen Entwicklerteam. Das Team besteht aus 2 Mann und hat seinen Sitz in London. Das Genre der Tischtennisspiele ist nun im mobilen Bereich nicht gerade überrepräsentiert, so dass jeder Neuzugang herzlich willkommen ist. Schon das kurze Anspielen zeigt zudem, Table Tennis Touch ist eine gelungene App und kann sich mühelos gegen die Tischtenniskonkurrenz durchsetzen. Das Spiel ist für iOS zum Preis von 3,59 € verfügbar, eine Android-Version soll etwas später folgen. Herzstück des Spiels ist der Karrieremodus. Hier werden euch zu Beginn des Spiels erst einmal die Grundlagen beigebracht. So müsst ihr ein paar Zielübungen durchführen und dürft auf der Tischtennisplatte auch ein wenig Bowling spielen. Die kleinen Minispiele machen Laune und stehen euch auch im A-Card-Modus einzeln zur Auswahl. Nach der Einführung geht eure Laufbahn weiter und es stehen euch schon die ersten Partien gegen die Konkurrenz zur Verfügung. Die Spieler selbst sind an der Platte nicht zu sehen, sondern nur die Tischtennisschläger. Das ist aber auch vollkommen ausreichend. Die Spieler würden auf dem kleinen iPhone-Display vermutlich ohnehin nur die Sicht nehmen und hätten wohl auch deutlich mehr Aufwand bei der Entwicklung bedeutet. Mithilfe von Wischgesten nach oben schlagt ihr nun den Ball auf die andere Plattenhälfte. Bewegt ihr den Finger dabei noch in einer leichten Kurve, könnt ihr dem Ball einen Spin mitgeben. Je schneller ihr eure Wischgeste ausführt, desto stärker wird euer Schlag. Ihr selber könnt dabei den Ball gar nicht ins Netz oder ins Aus befördern, dem Computergegner passieren entsprechende Fehler allerdings schon. Dieser kleine Trick erleichtert euch den Einstieg ins Spiel, so dass ihr schon nach kurzer Zeit die Bälle intuitiv über die Platte pfeffert. Die schnell erlernte Steuerung kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Table Tennis Touch kein einfaches Spiel ist. Die Computergegner haben es ganz schön in sich und bringen wahnsinnig viele Bälle zurück. Ihr werdet schon einige Partien investieren müssen, bis ihr raus habt, wie ihr die Computergegner ausspielt. Insbesondere Stoppbälle oder langgezogene Bälle an den Plattenrand haben es wie im echten Leben in sich. Ich bin hier teilweise echt verzweifelt, da ich diese Bälle mit meinen Wischgesten einfach nicht bekommen habe. Aber Übung macht den Meister, es wird besser, je länger ihr spielt. Etwas Unterstützung könnt ihr euch zudem mit Hilfe von Boosts verschaffen. Neue Boosts könnt ihr unter anderem per In-App-Kauf erwerben. Notwendig ist dies allerdings nicht. Im Karrieremodus versucht ihr euch so gegen immer schwerere Gegner durchzusetzen. So verdient ihr euch Anerkennung bei den Gegnern sowie Preisgeld. Auf diesem Weg schaltet ihr nach und nach neue Wettbewerbe frei und könnt euer verdientes Geld auch in neue Ausrüstung stecken. Mein Fazit: Table Tennis Touch ist ohne Zweifel ein richtig gutes Spiel. Der Titel ist abwechslungsreich, die Grafik flüssig und die Steuerung intuitiv. Wer auf Tischtennis-Simulationen steht, findet hier den besten Genre-Vertreter. Schade ist, dass die Entwickler noch keinen Mehrspieler-Modus integriert haben, dieser soll allerdings per Update folgen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian.